Hallo Mitmenschen, ich habe heute eine wunderschöne Geschichte aus meiner Kindheit. Und sie hat mit Bernd das Brot zu tun. Ja. Also, ich war ein, nennen wir das mal, sehr aktives Kind. Und wenn ich nichts zu tun habe oder einfach nur rumsitze und jemandem zuhören muss, dann tauche ich immer in meine eigene Welt ein, voller Regenbogeneinhörner und Schokolade und flauschigen Babykaninchen. Und ja, meine Grundschullehrerin, die mich sehr gern hatte, kam dann eines Tages zu meinen Eltern und sagte, ja, ihr Kind hat ADHS. Ja. Und meine Eltern haben mich dann tatsächlich bei einem Arzt angemeldet, um zu gucken, ob ich nicht ADHS hätte. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals musste man dann eine ganze Nacht wach bleiben, weil man dann am nächsten Morgen zu dem Arzt gehen musste. Und bei dieser, dann hast du so einen Noppen auf den Kopf bekommen und dann musstest du schlafen währenddessen. Dann haben die deine Gehirnströme gemessen. Und dann war es so, ich war, keine Ahnung, 8 oder sowas, dass ich dann eine ganze Nacht mit meiner Mutter aufgeblieben bin, damit wir am nächsten Tag zu diesem Arzt gehen können. Soweit, so gut. Wir haben gegessen, wir haben uns auf die Couch gelegt, sie ist mit mir aufgeblieben. Ich habe mit meinen Pferdchen gespielt, aber das Ganze wurde natürlich sehr schnell langweilig. Und dann irgendwann, der einzige Channel, wo noch etwas, was auch für Kinder geeignet war, lief, war Kika. Und dort lief ein Marathon von Bernd das Brot. Es war so, dass dieselben 4 Episoden einfach die ganze Zeit wiederholt wurden. Die ganze Zeit. Und wenn ich vorher keine psychischen Probleme hatte, dann sicherlich nach dieser Nacht. Wer hat gedacht, es wäre eine gute Idee, um 3 Uhr morgens Bernd das Brot zu zeigen? Also saßen wir da und lagen und hielten uns gegenseitig wach, während nonstop Bernd das Brot im Fernsehen lief. Wer Bernd das Brot nicht kennt, das ist so ein ziemlich grimmig gestimmtes Brot, das so kurze Arme hat. Und es hat auch Freunde und erlebt Abenteuer mit denen. Glaube ich. Ich weiß immer noch nicht, worüber diese Serie wirklich geht. Ich glaube, es ist verdrängt. Aber an eine Episode kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Und zwar ist da Bernd das Brot in einem weißen Raum. Wenn er durch die eine Seite rausgeht, dann kommt er durch die andere wieder rein. So. Diese Episode sind dann einfach irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde von Bernd das Brot, wie er dann in diesem Raum rumirrt und versucht, mit jemandem zu sprechen und die meiste Zeit einfach nur mit sich selber spricht, weil er nichts zu tun hat, weil er nichts ist. Und diese Episode ist bei mir irgendwie hängen geblieben. So stelle ich mir jetzt irgendwie den Tod vor. Hallo? Wenn das der Tod ist, ist das aber ganz schön langweilig. Das hier WLAN? Ich habe mich umentschieden. Ich will wieder zurück. Das geht ja noch nicht so einfach, Isabel. Bist du Gott? Nein, ich bin nur sein Vertreter. Er kann sich doch nicht um alles selbst kümmern. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Kannst du mir das WLAN-Passwort geben? Es gibt kein WLAN. Was? Aber naja, soweit so gut. Am nächsten Morgen war ich so ein bisschen im Delirium. Wir sind zum Arzt gefahren, aber ich konnte trotzdem nicht einschlafen. Ich habe sogar Schafe gezählt, aber es hat nichts geholfen. Ich war einfach so aufgeregt. Aber anscheinend hatte ich kein ADHS. Hier nochmal ein Shoutout an meine Lehrerin. Ich meine, das ist ja auch echt seltsam, dass Kinder ganz viel spielen wollen und sich bewegen und noch Freude am Leben haben, nicht so wie Erwachsene oder Teenager. Und die Moral der Geschichte? Ich weiß auch nicht. Also ja, das war eine wunderschöne Geschichte aus meiner Kindheit. Und das war es von mir. Was mache ich eigentlich?